Hallo, grüß euch, ja. Ja, pass auf, 4 Seiten Semmering, wie immer, natürlich geplant und ja, am Abend geht es ja darum, da müssen wir ganz schnell sein, gell? So, jetzt sind wir also wieder auf dem Semmering, alle 2 Jahre in dieser mystischen Gegend, die gerade für die Wiener so bedeutsam ist. Es gibt kaum eine Großstadt in der Welt, die so einen wunderbaren Berg direkt in der Nähe ihrer Millionenmetropole hat. Und für mich ist das wirklich etwas ganz Besonderes. Ich war als Kind mit meinen Eltern hier, habe mich als Jugendlicher in diesen Berg verliebt. Ich war hier Skifahren zum ersten Mal, den Hirschenkogel hinuntergerast. Und jetzt als Erwachsener diese wunderbaren Spaziergänge auf der Johannespromenade am Fuße des Hirschenkogels. Es ist einfach wirklich beruhigend. Wenn der Weltcup hier ist, ist es allerdings nicht so ruhig. Da tobt die Begeisterung, da tobt die Spannung und wir hoffen auch, dass diese Spannung auf die Katrin Zettel, die hier 2-mal gewonnen hat, übergeht, dass sie ein 3. Mal gewinnen kann, dass sie diese innere Verbindung zu ihrem Heimrennen, zu ihrem Zauberberg wieder aufleben lassen wird können und mit einem Sieg Selbstvertrauen tankt für das vielleicht wichtigste Rennen ihres Lebens, den Riesenslalom bei der Weltmeisterschaft in Schladming.